Unterwegs in Chiles Atacama-Wüste. Wir wollen hoch hinaus, aber so einfach lässt man uns nicht. Medizinische Abteilung des ALMA-Observatoriums. Wir müssen erst eine Tauglichkeitsprüfung überstehen, denn wir werden unsere Körper ziemlich strapazieren. To the bang, alles klar. Ich hoffe, bei mir ist alles okay. Wir müssen manchmal bei unserer Arbeit ganz schöne Prozeduren über uns ergehen lassen. Manchmal auch einen medizinischen Check-up, bevor wir dann wirklich an das Filmen gehen können. Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt im Blut, es passt. Ich darf in die Berge. Nicht irgendwelche Berge. Die Anden, das zweithöchste Gebirge der Welt. Richtig weit nach oben soll es gehen. Dahin, wo Astronomen ihr Eldorado aufbauen. Unser Einsatzort, futuristisch, faszinierend, lebensfeindlich. Wir haben uns jetzt hier mit dem Auto hochbewegt. Die Außenstation von Europas Sternwarte. Man merkt die Höhe, 5050 Meter sind wir jetzt. Wie geht's dir eigentlich? Man merkt die Höhe, mir geht's gut, ich habe Oxygen. Verena, unsere Producerin, geht okay. Auf Nummer sicher. Ich wanke noch ohne zusätzlichen Sauerstoff mit dem Sicherheitschef ins Kontrollgebäude. Von hier aus blicken wir auf ein Szenario wie in einem Science-Fiction-Film. Als wären wir auf einem anderen Planeten. Extreme Bedingungen, kaum Sauerstoff in der Luft. Für die Arbeiter ziemliche Belastung, wenn sie auf dem Plateau über 16 Kilometer verteilt Antennen installieren. 66 insgesamt, das größte astronomische Projekt überhaupt. Es sieht schon ziemlich futuristisch aus. Das also sind die Antennen des ALMA-Projektes, Europas wichtigste Außenstation zur Erforschung der Galaxien. Wir sind im Himmel wirklich richtig nah, über 5000 Meter hoch. Deswegen brauche auch ich jetzt Sauerstoff. Mit ALMA können die Astronomen weiter ins Universum blicken als jemals zuvor. Ein Milliardenprojekt, das neue Erkenntnisse über die Entstehung des Weltalls liefern soll. Mit ALMA können die Wissenschaftler die Geburt von Sternen beobachten und die Entstehung von Galaxien. 2500 Meter unter dem Antennenfeld liegt die Basisstation von ALMA, das Arbeitscamp der Wissenschaftler und Techniker. Hier bauen sie die riesigen Antennen zusammen, Wunderwerke der Technik, die extrem scharfe Bilder liefern können. Als Vergleich wird uns erklärt, ein Münchner könnte damit in Lübeck eine Zeitung lesen. Hier werden, so erklärt uns der deutsche Astronom Rüdiger Kneisel, die Antennen zusammengebaut und getestet, bevor sie schließlich alle zusammen in ihrem Einsatzgebiet wie ein riesiges Teleskop funktionieren. Eine Herkulesaufgabe. Da kann man in diesen Höhen solche technisch Hochleistungsinstrumente zu betreiben, ist keine einfache Aufgabe. Das ist eine logistische Herausforderung in vieler Hinsicht. Es sind die leistungsfähigsten Antennen auf Erden. ALMA beobachtet mit kurzwelliger Radiostrahlung und hier laufen die Daten des Projektes zusammen. Im Kontrollzentrum arbeiten Wissenschaftler der Europäischen Südsternwarte aus Nordamerika, Japan und Chile. Sie können nun auch bereits bekannte Galaxien genauer erforschen. Und wir sehen also in die Galaxie rein und sehen die Bewegung des Gases in der Galaxie, die Dynamik. Und die spielt auch eine Rolle dann zur Entstehung von Sternen. Diese Gaswolken, die ballen sich zusammen und dann im Inneren mit einem Mechanismus, den wir eben noch nicht so ganz verstehen, entstehen dann Sterne und auch Planeten. Jetzt können die Astronomen in Chile weiter ins Universum blicken als jemals zuvor. Es ist wie eine Reise mit dem Raumschiff Enterprise. Eintrag ins Computerlogbuch Delta Gamma Beta Y. Wir sind wieder viele Lichtjahre zurück auf der Erde in der Atacama-Wüste in den chilenischen Anden beim Observatorio Paranal. Das ist der andere Teil der europäischen Südsternwarte. Modernste Technologie auf 2600 Meter. Das Paradies für Astronomen und leidenschaftliche Techniker wie Gerd Hüdepohl. Ingenieur der Europäischen Südsternwarte, seit 15 Jahren dabei. Wann immer er Zeit hat, erklimmt er diesen Space Trek, Aufstieg zum Arbeitsplatz. Für mich ist das ein einzigartiger Ort. Und zwar sowohl die Kombination der Landschaft, die ja fast wie maßähnlich ist,
und inmitten der Landschaft dann plötzlich die Hightech-Maschinen für die Astronomen. Eine Raumstation auf Erden, so könnte man glauben. Vier gigantische Teleskope, zusammen verbunden sind sie das Very Large Telescope. Ein optisches Instrument im Gegensatz zu den Antennen des ALMA-Projektes. Diese Teleskope haben einen Spiegeldurchmesser von über 8 Metern. Sie können Objekte im Weltraum sehen, die 4 Milliarden Mal schwächer leuchten als alles, was ein menschliches Auge sehen kann. Ich würde sagen, das ist das modernste aus einem Stück gebaute und entwickelte Observatorium und uns ist auch das leistungsfähigste und produktivste. Wenn der Tag geht, dann erwachen diese gigantischen Maschinen. Hunderte Computer steuern sie. Am Teleskop sind Kameras montiert, so schwer wie ein Auto. Heute sitzen die Astronomen in einem Kontrollraum, nicht mehr hier im Teleskop. Hier ist nachts niemand drin in dem Teleskop. Und beobachten von dort. Also das hat nichts mehr mit Romantik zu tun, das ist eine Datenfabrik. Es ist spektakulär, was die Wissenschaftler erforschen. Sie konnten den ältesten Stern in unserer Milchstraße bestimmen. Manche Objekte sind 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Sie untersuchen Galaxien, schauen in dicke Gas- und Staubwolken und sind Zeugen bei der Geburt neuer Sterne. Am Ende steht auch immer die Frage, gibt es im Universum noch anderes Leben? Wahrscheinlich, allerdings wohl nur in Form von Bakterien, so vermuten sie hier. 230 Leute arbeiten hier und die kommen aus 14 europäischen Staaten und aus Chile. Ihre Schicht dauert meist eine Woche. Gewohnt wird so lange im Camp am Fuße der Teleskope. Das ist ausgestattet wie ein Premium-Hotel. Es fehlt an nichts, den Mitarbeitern soll die lange Arbeitsschicht fernab jeder Zivilisation und von den Familien so angenehm wie möglich gestaltet werden. Und Kinofans haben es sicher längst erkannt. Hier hat Daniel Craig als Spezialagent 007 ziemlichen Eindruck hinterlassen. Sie haben es sicherlich gemerkt, wir wandeln hier auch auf den Spuren von James Bond. Eine Woche lang wurde hier in der Residencia des Observatoriums für die Produktion ein Quantum Trost gedreht und ich bin mir ziemlich sicher, dass Daniel Craig alias James Bond kein Trost notwendig hatte, um es hier in diesen faszinierenden Anden eine Woche lang auszuhalten. Auch wenn es drumherum fast nichts gibt außer Staub, Hitze, einzigartige Sonnenuntergänge und eben Hightech. Das sind gigantische Maschinen, sehr, sehr schwer, riesige Massen, die aber unglaublich präzise arbeiten. Das fasziniert mich einfach, die Technik. Und diese Aussicht fasziniert auch immer wieder aufs Neue. Mehr brauchen sie nicht, die Techniker und Astronomen der europäischen Südsternwarte, in ihrer Abgeschiedenheit ganz nah bei den Sternen.